Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es ein bisschen spannender. Heute gehen wir ein bisschen tiefer in die Materie. Wir haben einen BMW in Schwarz Metallic hier, der wirklich vom Lackzustand her sehr viel Waschanlage gesehen hat. Und daran können wir natürlich perfekt ein Video drehen. Und ich kann euch zeigen, wie wir diese drei Polierpads von Dope Fibers verwenden, um den Lack wieder auf Hochglanz zu bekommen. Und am Ende des Videos werden wir die ScanGrip Multimatch 3 verlosen. Also bleibt dran. Viel Spaß mit diesem Video. Intro. Okay, Intro fertig. Bevor ihr mit dem Polieren beginnt, solltet ihr euer Auto natürlich vorher gewaschen haben. Falls ihr dazu noch Fragen habt, schaut euch gerne unser Poster an oder andere Videos, die wir in der Infobox immer noch mit dazu verlinken werden. Wir werden als erstes mit der Reinigungsknete rübergehen. Dafür benutzen wir die Monello Clay, also die Reinigungsknete von Monello oder die Clay Mild oder Coarse von Geon. Ich favorisiere die Monello Clay, das ist die hier. Ihr braucht nur ein kleines Stück von der gesamten Reinigungsknete. Benutzt dann einen Clay Loop, entweder hier von Geon das Clay Loop, Clay Spray von Koch Chemie oder ihr könnt auch von Nanolex dieses neue Clay Spray benutzen. Geht einfach ganz normal rüber, damit die Oberfläche gleichmäßig benetzt ist und tragt dann eben den ganzen Mist so ab. Ihr könnt es aber auch hören, wie es reibt. Und dann kann man eben auch schon sehen, dass man am Rand hier jetzt zum Beispiel ganz leicht, nur ganz leicht, Baumharze, Teerflecken, Industrieschub etc. dann gebunden hat. Wir werden jetzt diese ganze Motorhaube einmal abkneten und dann werden wir auch im 50-50-Vergleich euch zeigen, wie wir das mit dem Polieren angehen. Ist richtig auf, ne? Naja, bis es eben richtig flutscht, ne? Also bis es keinen Widerstand mehr gibt. Normalerweise trägt man dazu Handschuhe, aber bei dem Clay Loop ist das jetzt nicht so wild. Gut. Kneten sind wir ready auf der einen Seite. Jetzt einfach mit Prep oder irgendeinem anderen Vorreiniger abtragen. Trocknen lassen und dann geht's mit dem Polieren los. Wir haben jetzt schon die eine Seite abgeklebt und ihr hört es auch schon selber mit der Hand. Hier ist die Seite rauer und hier ist sie natürlich jetzt glatter, dadurch, dass wir mit der Reinigungsknete gearbeitet haben. Reinigungsknete immer sehr wichtig zur Vorbereitung. Wir werden das Ganze nur so ein bisschen im Schnelldurchlauf erklären, weil ich habe ja schon viele Videos gedreht, wie man eine Lackaufbereitung durchführt. Dieses Mal werde ich natürlich zeigen, wie wir das mit unserer Politurkombination machen. Meine Marke ist ja Dope Fibers, ja, habt ihr bestimmt schon gesehen. Da gibt es jetzt diese Starter-Pad-Dopes, das sind alle drei Polierpads in einem Pack. Dazu gibt es eben passend die jeweiligen Tücher, ja, in den gleichen Farben. Und das Ganze ist kompatibel mit dem Mancerna-System 400, 2500, 3500. So gesehen ist das hier grob, mittel, fein. Das Ganze gibt es natürlich auch noch in kleineren Polierpads, ja, für die iBrit, für die A1000 etc. Alles möglich. Schaut selber nochmal in den Shop hinein. Deswegen gehe ich jetzt erstmal in dieses Set hinein. Wir haben jetzt als erstes die erste Stufe mit dem besten und dem einzigartigsten Pad, sage ich jetzt einmal so, von Dope Fibers, weil das ist ein rotes Heavy Cut Pad. Das hat eine sehr hohe Stauchhärte und dadurch bekommen wir schnell Glanz rein. Ihr werdet schon sehen, in Kombination mit der Mancerna 400. Die 400 hat einen großen Vorteil dadurch, dass sie eben Schleifpartikel hat, die sehr schnell abschleifen und sehr schnell in diesen Feinschleifbereich reinkommen und nicht zu viel Polierstaub entwickeln. Das ist der große Vorteil und damit werden wir jetzt die erste Polierstufe durchfahren. Ich werde das mit der Mark 3 LHR 15 machen, 15 bei 15 mm Hub und 130er Stützteller. Ihr könnt zum Beispiel auch die DAP 900 nehmen vom Polishing Power oder die Liquid Elements A3000 oder sonstige Poliermaschinen. Von 8 bis 15 mm Hub ist das alles möglich und auch gut. Könnt ihr alles benutzen. Ich bin der Rupes-Fan, daher benutze ich die in der Form. Seht am Anfang zu, dass das Polierpad, dadurch, dass es eben hart ist, hat es eine sehr hohe Stauchhärte. Ihr seht das ja selber schon. Es braucht ein bisschen, bis es warm wird und bis es richtig arbeitet. Jetzt werde ich mir Handschuhe anziehen, weil Polituren immer so ein bisschen trocken auf der Haut werden.
Bevor wir beginnen, möchte ich noch mal kurz auf ein wichtiges Thema eingehen, dieses Pad Primern. Das heißt, das Nassmachen der Oberfläche, das Nassmachen von Polierpads, vergesst es bitte gleich. Also ich bin davon gar nicht der Fan, deswegen erkläre ich jetzt meine Meinung. Pad Primer lohnt sich in der Form nicht, weil Polituren sind wasserlöslich und sobald die mit Wasser in Verbindung kommen sind, lassen sie sich viel beschissener auspolieren. Ja? Das wollen wir natürlich nicht. Statt das Pad Primern und wenn ihr denkt, hey, das ist mir ein bisschen zu trocken, das funktioniert nicht so richtig, ja, nehmt eine 400er und anschließend macht ihr noch ein bisschen von der 3500er drauf, dadurch habt ihr mehr Polieröle. Und jetzt geht's los mit dem Heavy Cut. Ich selber benutze immer die Kopflampe, weil ich jetzt direkt im Licht sehen kann, wie viel Polierfortschritt ich schon habe. Und ihr seht selber auch schon den Lackunterschied, also beziehungsweise den Lackzustand, der hier vorhanden ist, wirklich ultra schlecht. Das Kreuzstrichverfahren, ja, horizontal und dann vertikal werde ich auch durchführen und ich werde eben die Bahnen 70, 30 überlappen. Das sind Grundkenntnisse. Schaut dazu nochmal die ganzen anderen Videos, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Zur Politurentnahme, besonders bei solchen Fahrzeugen würde ich euch empfehlen, ein bisschen mehr Politur zu verwenden. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, ja. Das ist jetzt so eine Anfangspolitur, bis das Pad gesättigt ist. Und jetzt geht's los. Ich beginne gleich auf Stufe 6, nicht erst auf 3 und dann immer voll Attacke ein bisschen drauf drücken, damit die Oberfläche auch warm wird und die Politur ein bisschen glasig wird und ein bisschen arbeiten kann. Und nur nach einer kurzen Politurstufe sehen wir schon einen sehr großen Unterschied. Ich poliere das Ganze einmal kurz aus. Und ich denke, man kann es mit dem bloßen Auge schon sehen. Der Bereich, den wir schon poliert haben, der ist schon wirklich glasklar. Wir haben noch einige leichte, spiralförmige Kratzer drin. Das liegt daran, dass wir mit einem harten Pad und einer Compound gearbeitet haben. Aber ich denke, der Unterschied ist deutlich erkennbar. Ja, und das ist eben der größte Vorteil an unserem Heavy Cut Pad von Dope Fibers. Das wissen viele nicht. Viele denken, okay, hartes Polierpad ist immer schlecht. Nein, ist nicht schlecht, weil die Politur braucht ja ein bisschen Druck, um in den Lack eingearbeitet zu werden. Wir brauchen ein bisschen Oberflächenhitze, aber auch nicht zu viel. Und dadurch ist das mit die beste Kombination. Ich werde jetzt die gesamte Motorhaube polieren und das seht ihr alles im Schnelldurchlauf.
Gut, das Ganze hat jetzt circa 15 Minuten gedauert. Das ist der wichtigste und auch anstrengendste Schritt. Aber ich denke, die Leute, die schon öfter poliert haben, wissen auf jeden Fall, scheiße, 15 Minuten für die Hälfte der Motorhaube, ey, das habe ich noch nie gebraucht, ne? Bei dem Lackzustand, ja. Und das ist eigentlich nur geschuldet, weil wir eben das rote Polierpad von Dope Vibes haben. Schaut euch das nochmal kurz in der Nähe an. Es ist jetzt ein bisschen wärmer geworden und es ist eben auch deutlich weicher. Weil ihr müsst nämlich immer mitberechnen, wenn ihr das kalt aus der Verpackung packt und ihr merkt, boah, ist das hart, ne? Dann wird das eben bei Wärme umso wärmer. Es gibt geschlossenzellig und offenzellig etc. Gehen wir nicht weiter drauf ein. Auf jeden Fall, ihr seht, das Ergebnis geht verhältnismäßig schnell. Benutzt bitte auch nur immer ein Tuch von jeder Farbe zum Auspolieren, immer kreisende Bewegungen auspolieren und ohne viel Druck, ja, immer kreisend. Nicht hier, nicht so, das ist scheiße, ne? Weil da bleibt Überschuss über und das wollen wir alles nicht. Ne? Immer kreisende Bewegungen, ihr habt auch gesehen, ich habe nicht dieses Waschdüse habe ich auch nie mit abgeklebt, weil das Problem ist, wenn man das Ganze nämlich abklebt, dann kommt man nämlich nicht richtig in diese Ecken und Kanten ran. Wir werden hier das später auch noch dann mit Kencode versiegeln und dann wird das Ganze nämlich auch farbenauffrischend und dementsprechend gut aussehen. So, jetzt werde ich nochmal kurz alles auspolieren und dann gucken wir uns das gleich das Ergebnis an. Ich denke, man sieht es auch schon von Weitem. Ich wische noch mal kurz die andere Seite ab, damit ihr nicht sagt, hey, das ist Polierstaub. Ich denke mal, jeder Mensch kann mit bloßem Auge erkennen, was wir nur durch den Heavy Cut in kürzester Form schon erschaffen haben. Das ist auch immer eine Sache der Prozessoptimierung, jetzt auch für die gewerblichen Aufbereiter. Viele sagen, ey, ich kriege ohne Rotationspoliermaschine das Ganze nicht richtig hin. Ihr seht, es funktioniert auf relativ schnelle Art und Weise. Mit einer Rotationspoliermaschine wäre das natürlich auch möglich gewesen, ihr hättet aber Hologramme und müsstet dementsprechend stärker nacharbeiten. Wollen wir alles nicht, ja, wir wollen ja schnell zum Ziel und wir wollen ein geiles Ergebnis und ich denke, genau so ist das möglich. Wenn wir aber tief in die Struktur reinschauen, besonders in diesem Bereich, dann sehen wir eben viele Verätzungen, ich weiß nicht, ob das auf Kamera erkennen kann, viele Verätzungen in dem Lack selber. Das sind Baumharze, die sich eben irgendwann, oder Kalkflecken, die sich eben irgendwann reingeätzt haben und die sind richtig in der Lackstruktur enthalten. Das ist eine Sache der Pflege. Daher wäre noch eine Möglichkeit, dass man lackschichtig misst und dann kann man eben noch schleifen und das Ganze wieder aufpolieren. Würde ich persönlich jetzt aber nicht machen, weil das ist schon sehr stark fortgeschritten. Der Glanz ist aber da und die Glätte in der Form auch. Jetzt geht es weiter mit der zweiten Stufe. Die zweite Stufe an sich ist eigentlich nur für das optische Erscheinungsbild. Das können wir mit bloßem Auge schon fast gar nicht mehr erkennen. Jetzt kommt aber das Cut-Pad-Dope, also in der gelben Form zum Vorschein und die 2500er Manzana. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch die 2800er nehmen. Ich mag die 2500er aber gerne. Und den Schritt könnt ihr relativ flott abfrühstücken. Keine große Baustelle mehr draus basteln. Ja? Einfach nur rüber, damit die Oberfläche geschlichtet ist. Und das machen wir jetzt. Der Feinschliff hat jetzt insgesamt ca. 4 Minuten gedauert. Ihr müsst eigentlich nur relativ schnell rübergehen, damit die Oberfläche geglättet und geschlichtet ist. Wir müssen hier keine große Sache mehr draus basteln. Polieren dann auch mit dem dazugehörigen gelben Mikrofasertuch aus. Auch wieder kreisende Bewegung, ohne viel Druck, aber auch nicht zu wenig Druck. Und bitte nochmal, was jetzt die Wäsche der Mikrofasertücher angeht. Ganz wichtig, wasch das bitte nur mit Mikrofaserwaschmittel und Poliertücher nur mit Poliertüchern waschen und nicht mit Trockentüchern oder Glanztüchern oder Wachstüchern. Ja, das kontaminiert sonst die entsprechenden Oberflächen und dadurch sind die Tücher dann anschließend unbrauchbar. Deswegen seht ihr, wie normale Tücher auch auspolieren. Der komplette Polierschleier, der ist verschwunden, weil der jetzt so gesehen im Tuch ist. Wenn wir das gewaschen haben, können wir das dann wieder verwenden.
Und als letzte Stufe benutzen wir das grüne Pad, steht auch nochmal unten drauf. 3 für Finish, ja, damit das auch keiner vertauschen kann. Und benutzen dann dafür die Mancerna 3500. Das ist eine Anti-Hologramm-Hochglanzpolitur. Damals hießen die alle Anti-Hologramm-Polituren, weil man mit Rotationsproblemmaschinen Hologramme reingemacht hat. Das brauchen wir jetzt so gesehen nicht mehr. Deswegen heißen die ganzen jetzt Hochglanzpolituren. Davon brauchen wir eigentlich gar nicht so viel, weil die sehr, sehr ergiebig sind, weil die sehr viele Polieröle enthalten haben. Und da gehen wir jetzt noch schneller rüber als mit der Feinschleife. Das seht ihr auch nochmal im Zeitraffer. Jetzt polieren wir das Ganze mit dem grünen Mikrofasertuch aus, auch wieder Kreise und Bewegung ohne viel Druck. Und jetzt sind wir auch schon fertig mit der Hälfte der Motorhaube. Also insgesamt haben wir jetzt hierfür, sagen wir mal, 25 Minuten benötigt für die eine Hälfte der Motorhaube. Sagen wir einfach mal, wir würden 45, 50 Minuten benötigen für die gesamte Motorhaube. Ihr wahrscheinlich ein bisschen länger, aber das Ziel ist der Weg. Und daher könnt ihr euch nochmal anschauen, was wir jetzt erreicht haben. Also wir haben den Lack in kürzester Zeit von so einem Zustand in einen fast neuwertigen Zustand versetzt. Die Steinschläge werden wir selber mit Lack noch ausbessern. Mit einem Zahnstocher füllen wir dann den Lack hinein. Und ja, jetzt werden wir mal das Klebeband abziehen und dann seht ihr noch mal genau, wie heftig dieser Unterschied ist. Das Ganze war für mich jetzt persönlich kein Hexenwerk, für euch ist es, denke ich mal, sehr faszinierend. Ich weiß, was da in dem Lack möglich ist, möchte jetzt noch mal auf ein paar Quicktipps eingehen. Quicktipp Nummer 1. Die verschiedenen Lacke sind unterschiedlich hart. BMW hat eigentlich einen relativ harten Lack. Ihr habt es selber gesehen. VW, der ist mittelweich. Ford, Skoda und die ganzen japanischen Modelle, die sind sehr weich. Die könnt ihr auch schon mit einer Feinschleifpolitur und braucht meistens gar kein Compound. Also die 400er braucht ihr so gesehen nicht. Das war Quicktipp Nummer 1, da müsst ihr ein bisschen darauf achten. Macht am besten am Anfang einen kleinen Polierspot, in dem ihr poliert und merkt, okay, ich brauche eine Compound oder ich brauche eine Feinschleifpolitur. Quicktipp Nummer 2. Die richtige Beleuchtung ist wirklich das A und O. Ich persönlich benutze immer eine Kopflampe, weil ich dann direkt sehe, wo ich auch poliere, ob die Grats rausgegangen sind oder nicht. Ihr habt das ein bisschen gesehen im Video. Wenn ich hin und her wische, dann verwische ich so ein bisschen die Polituren, kann erkennen, okay, sind da jetzt noch Kratzer, sind das Hologramme oder sind das Schlieren von der Politur. Zusätzlich würde ich euch empfehlen, dass ihr dann eben so eine Lackkontrolllampe verwendet, wie zum Beispiel jetzt diese Mini-Match oder Sun-Match in dem Fall. Oder ihr könnt auch zur allerletzten Not euer Handylicht benutzen, hat aber meistens nicht so die Energie oder die Leistung, damit ihr diese Kratzer eben gut erkennen könnt. Quicktipp Nummer 3, verwendet die verschiedensten Polierpads. Besonders jetzt bei der Motorhaube ist das kein Problem, wenn wir mit einem 130er Pad arbeiten. Wenn ihr zum Beispiel ein RS3, RS6 etc. habt, vorne Frontbereich oder Heckbereich, ist es wirklich extrem wichtig, dass ihr mit 80er, 50er oder 30er Pads arbeitet und die dementsprechende Maschine dazu habt. Quicktipp Nummer 4, bitte achtet penibel darauf, dass ihr eure Tücher auch nur für die jeweilige Politur verwendet und anschließend, wie ich es auch eben gerade schon mal gesagt habe, für die Wäsche nur Mikrofaserwaschmittel benutzt und Poliertücher zusammen nur in eine Waschmaschine wascht und Trockentücher nur in einer Waschmaschine wascht und auch Versiegelungstücher nur in einer Waschmaschine wascht oder am besten gar nicht wascht. Das Schlimmste wäre Kontamination unter den jeweiligen Tüchern. Das heißt zum Beispiel, dass das Versiegelungstuch auf das Poliertuch übergeht und ihr damit die Politur nicht mehr abtragen könnt. Oder im schlimmsten Fall, dass das Trockentuch Versiegelungsstoffe beinhaltet und dann nicht mehr trocknet. Als allerletztes möchte ich noch mal kurz auf die Versiegelung eingehen. Anschließend solltet ihr jetzt entfetten mit Gion Prep, Nanolex X oder jeglichem anderen Entfetter, den ihr habt, Isopropanol mit Wasser etc. Hauptsache die Polieröle kommen dann vollständig runter. Mit den Mikrofasertüchern sind die aber schon weitestgehend weg.
Anschließend könnt ihr eben mit verschiedensten Versiegelungen versiegeln. Wir haben einige Videos, die verlinken wir euch oben nochmal kurz in der Infobox. Von Gion Pure mit Kencode, was mein persönlich Favorit ist. Fusoco 12M in der Anwendung. Hier bitte darauf achten, dass ihr wirklich einhaltet und keine Schlieren oder Schattenbildung bekommt. Oder normale Wachse oder ein Detailer. Ich persönlich empfehle euch eine Keramik- oder Wachsversiegelung oder Teflonversiegelung, wie ich es eben gerade schon genannt habe, damit das Ergebnis so lange wie möglich bleibt. Ich will hoffen, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, schreibt mir natürlich gerne, bin gerne für euch da. Ansonsten haben wir unten in der Beschreibung die jeweiligen Polierpads mit den Tüchern und die Poliersets mit den verschiedensten Poliermaschinen. Und wenn euch da ein bisschen der Kopf brennt mit den verschiedensten Poliermaschinen, ja, schreibt natürlich gerne. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Ach nein, wir haben es fast vergessen. Ich weiß, darauf habt ihr noch gewartet. Wir wollten ja noch die Multimatch 3 verlosen. Und zwar verlosen wir die jetzt noch. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr an der Multimatch 3 von ScanGrip so geil findet. Das ist auch eine Multimatch 3. Die machen eben richtig gutes Licht. Besonders jetzt, was für die Lackaufbereitung angeht. Das sind stationäre Leuchtmittel, die ihr eben für die Lackaufbereitung verwenden könnt. Und ich persönlich lege noch gratis ein Starterpad drauf, das heißt drei Tücher oben mit drauf. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr so schön an dieser Lampe findet und wenn sie auch einfach nur so schön aussieht. Oder schreibt einfach rein, was euch hier besonders gut gefallen hat. Jedes Kommentar wird gezählt und wir werden beim nächsten Video den Gewinner ziehen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Euer Florian, viel Spaß, haut rein, ciao.